Die europäisch-russische Mars-Sonde Schiaparelli hat sich von ihrem Raumschiff Trace Gas Orbiter getrennt und ihren Sinkflug auf den Mars begonnen. In 3 Tagen soll sie dort landen und nach Spuren von Leben suchen. Noch am Sonntag hatte es einen Funkausfall gegeben, sodass wichtige Daten über die Abtrennung von Schiaparelli fehlten. Die Mission kostet mehrere Milliarden Euro. Wenn sie erfolgreich ist, wird Schiaparelli die erste europäische Sonde auf dem Mars sein.